Heute geht es um ein Thema, was alle kennen, die keinen Trockner haben. Und zwar geht es darum, wie man Handtücher wieder schön flauschig bekommt, so wie sie am Anfang waren. Die sind jetzt hier alle länger im Gebrauch. Ich habe hier sehr, sehr hartes Wasser, verwende den Weichspüler, den ich schon in einem anderen Video gemacht habe. Aber dadurch, dass die Handtücher einfach nicht getrocknet werden, setzt sich der ganze Kalk und so weiter hier in den Fasern fest und die Handtücher werden rauer. Es bringt auch nichts, einmalig die Handtücher dann mit Essig in der Waschmaschine zu waschen. Zum einen ist Essig wirklich sehr, sehr aggressiv und kann die Waschmaschine schädigen. Ich mache das immer so, dass ich kochendes Wasser mit dem Essig mische und dann die Handtücher wirklich über Nacht da drinnen einweiche, damit sich das Ganze schön lösen kann. Und dann kommen die in die Waschmaschine. Wie eine Waschmaschine funktioniert, kennt ihr alle, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ich wasche die Handtücher dann nochmal bei 60 oder 90 Grad, je nachdem, was ich für welche habe, mit ganz normalen Waschmittel und ja, gleich geht's weiter. So, das Handtuch kommt jetzt gerade frisch aus der Wäsche. Und wichtig ist, was viele vergessen, wenn wir jetzt das Handtuch einfach so über die Leine hängen und es trocknen lassen, dann haben wir nicht den Effekt, den wir wünschen, dass das Handtuch auch wieder schön weich ist. Deswegen die Handtücher wirklich richtig kneten, wenn die aus der Waschmaschine kommen und immer mal wieder in Bewegung halten. Das geht an solchen Tagen wie heute, wo es über 30 Grad hat, natürlich hervorragend. Und ihr werdet es wirklich merken. Dieser Effekt bringt wirklich was. Und ihr werdet es beim Duschen, beim Haarewaschen euch danken, dass ihr diesen Aufwand gemacht habt, weil ihr wirklich Handtücher bekommt, die wie neu sind. Ja, wichtig ist dann natürlich, dass ihr daran denkt, den Weichspüler weiter zu verwenden, wenn ihr die Handtücher wascht. Und ja, das erspart euch auf jeden Fall den Trockner. Hier steht jetzt 60 Grad drauf bei meinen Jop-Handtüchern. Ich verwende meistens 90 Grad, einfach damit es wirklich den ganzen Kalk nochmal löst, der hier drinnen ist. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.